Ja, hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Empire Total War. Ja, in der letzten Folge haben wir, ja, wir ein bisschen militärisch waren wir aktiv. Gott, das war vor 2 Minuten, vor 2 Sekunden, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Ja, na egal. Wenn diese Folge hier online ist, dann habe ich höchstwahrscheinlich schon meine neuen Computerteile bekommen. Ja, das ist schon richtig. Ich glaube, dazu werde ich ein extra Video machen, aber das extra Video wird höchstwahrscheinlich schon hochgeladen sein, wenn ich das hier erzähle. Aber ich habe dann hoffentlich dann. Und mein Studium hat dann schon fast begonnen, sogar schon. Die Zeit vergeht, die Zeit verfliegt. Deswegen versuche ich jetzt noch, bevor es ins Studium geht, so viel aufzunehmen wie möglich, weil ich nach dem Studium, also. Ich habe bald nächste Woche die Orientierungseinheiten. Also heute ist der 30. September. Und ich habe bald die Orientierungseinheiten, die sogenannten. Und erstmal gucke ich auf die nächste Runde und dann erzähle ich weiter. Und bei diesen Orientierungseinheiten, ja, das wird, wie man schon sagt, zu Orientierungseinheiten, da wird einem gesagt, ja, wie funktioniert, wie geht dieses Studium aufgebaut, wie funktioniert das Ganze und so weiter und so fort. Ja. Relativ wichtig, wie ich finde, weil man von den Unis selber, ja, der Informationsgehalt, den man da bekommt, ist tendiert gen Null. Also finde ich zumindest, es ist echt Kacke, was die da an Infos geben. Das ist schon. Schön ist das nicht. Schön geht anders. Aber Problem ist, die werden stark, da jetzt gerade Bernd nicht mit die ganze Zeit mit Österreich kabbel. Das ist so eine Sache, die man nicht schon berechnet hat, zumal die auch mit einem ziemlich direkten Handelspartner haben. Prievölker. Ich weiß, dass man. Ich habe irgendwie gehört, dass es eine Modification gibt mit der. Modifikation. Läuft bei dir. Na gut, die beiden Armeen müssten sich aber gegenseitig unterstützen. Da ich das aber nicht so sicher weiß, speichere ich da vorher lieber mal. Ja. Wie ihr seht, habe ich ein paar Dings da. Ein paar Ladebe paar Spiele. Das ist übrigens mein derzeit bester Spielstand hier. Nee. Ist er nicht? Da, die Inder kommen 2. Wie ihr seht, habe ich da ein bisschen was eingenommen. Wie man ja weiß, die indischen Provinzen da in Amerika und halt in Europa, das weiß ja jeder, dass das so war früher. Ja. Nein, nicht annehmen. Ich hätte fast auf annehmen gedrückt. Dann hätten wir die Speicherstände. Dann hätten wir hier die Speicherstände verloren. Das wäre auch relativ doof gewesen. Armee. Ich würde jetzt erstmal nutzen, um mal ein bisschen Truppen zu verstärken. Nämlich, finde ich, nämlich wichtig. Genau, hier, die Kanonen müssen mal. Es kann nicht sein, dass es hier mit so wenig Kanonen unterwegs ist. Und schon haben wir kein Geld mehr. Ach, wie schön. Ach, wie klasse. Ach, wie toll das doch alles ist. Profit nächste Runde 1222 Jahre, wenn nicht wieder alles abgerissen wird. Der steht nämlich schon neben meiner Mine. Ah, ist das wunderbar. Attentat. 21% die Wahrscheinlichkeit. Nee. Geh du erstmal. Sabotage? Nee. Infiltriere mir das bitte. Ist unerfolgreich. Okay, was haben wir da? 12 Fünder Artillerie. Wie stark ist die denn? Reichweite 400, Präzision 45. Reichweite 400, Präzision 45, 1200 und Gebäude, nein. Listen, nein. Meine Armee in Königsberg ist derzeit meine größte Armee. Hätte es gedacht. Diplomatische Beziehungen. Gibt es ja nicht irgendwie ein Pedia oder sowas? Das gibt es doch in den späteren. Wäre nämlich ganz cool. Vielleicht kann ich die eigentlich auch schon rekrutieren. Halbkanonen, Saka. Lass mich raten, das ist irgend so ein militärischer Forschungs-Hightech-Shit. Großes Arsenal. 12 Fünder Haubitzen, 12 Fünder Fußartillerie, ja. Was haben wir das denn hier? Feuerkraft von 27. Das haben meine Halbkanonen, wahrscheinlich nicht so viel, ne?
Oh doch, mehr sogar. Na. Wozu sind die denn gut, wenn ich fragen darf? Soll ich das sehen? Sind die bis jetzt aber komplett schlechter, oder? Nur mit mehr Unterhaltskosten, oder sehe ich das falsch? Panduren, Freischärler. Was haben wir denn hier für Saker? Ja. Wir müssen jetzt erstmal hier irgendwie für Ruhe sorgen. Das ist natürlich die Gelegenheit, ne? Das ist die Gelegenheit. Wenn man hier jetzt irgendwie vernünftig gewinnen könnte, das sehe ich aber noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind richtig viele, richtig voll ausgebildete Truppen. Das wird hart. Das wird hart werden. Im Krieg. Ich bin überhaupt nicht viel, mit dem ich im Krieg bin, ne? Kleine Nation, die Bayern. Okay. Okay. Ja, cool. Dafür mache ich das doch gerne. Na, das ist ja... Wow. Krieg. Missachtung von Abkommen. Religiöse Differenzen. Gut. Schön, schön. Das finde ich jetzt gerade erfreulich. Relativ schon sehr erfreulich. Das ist toll, ist das. Das ist unerwartet, aber gut. Aber will mich ja nicht beschweren, ne? Und von den 700 kann ich meine Armee hier noch einmal ausrüsten. Wieder auf Vordermann bringen. Ja, das ist ja... Man sollte immer die Optionen vielleicht mal fragen. Wollt ihr Frieden haben? Das kann manchmal funktionieren. Wer hat's gedacht? Gut, habe ich ihnen dieser Spund-Bajonett gegeben, aber gut, das werde ich jetzt. Damit werde ich's. Nur kriege ich das Krieg noch zurück. Das ist hier, oder? Spund-Bajonett? Das ist da. Das ist noch da. Was? Hä? What? Bitte was? Ja, tatsächlich. Ha! Die haben das ja noch nicht mal erforscht. Und zwei und da oben, dann haben sie da Stufe 2 Gebäude. Okay. Gut. Sollen sie machen? Ich jetzt persönlich nichts dagegen. Das sind Stufe 3. Ups. So. Ja, hör auf zu laggen. Krieg ja bald einen neuen Rechner. Meine Güte. ja, hier wird eh weiter ausgebaut. Was? Die bauen auch noch die Befestigung. Oh, das wird so schwer werden. Das wird so schwer werden. Aber wenn die Hofburg ist, dann sind sie wenigstens freundlich, wenn ich sie erobere. Man muss doch alles positiv sehen, ne? Aber wo nimmt der das Geld her? Gut, immer noch nicht. Ja, nie ist klar. Nein, das wollt ihr also immer noch nicht. Wie ist denn eure Meinung zu uns? Minus 130. Ihr seid sogar eure Meinung sogar eigentlich besser mit uns als mit... Ne, und so. Wie stehe ich denn auf den anderen? Plus 17, minus 62, plus 95, minus 25, plus 13, minus 266. Hohoho. Nein. Inzwischen, was wollt ihr alle Ostpreußen haben? Guck mal hier, wir nehmen Ostpreußen weg und du kriegst unbegrenzten militärischen Zugang. Ihr kriegt Ostpreußen? Nein! Als ob ihr Ostpreußen kriegen würdet. Was wollen die alle mit Ostpreußen? Ostpreußen ist beliebt irgendwie. Das ist so die, man nennt, würde es, in der Schule würde man eine Schulhofmatratze nennen. Schulhofmatratze, Schulmatratze. Sorry, falsch. Nee. Ist nicht. Ist nicht drin.
Ja. Aber die werde ich noch weiterhin im Auge behalten. Das ist mir noch ein bisschen suspekt, was ich ehrlich gesagt sagen. Naja. Nutzen wir erstmal unseren neu gewonnenen Aktionsspielraum. Insofern man das als Spielraum bezeichnen könnte. Und gehen in die nächste Runde. Wo sind die Zeiten her, wo ich 5000 plus die Runde gekriegt habe? Weil dann... Ein Angriff auf Breslau ist jetzt dann nämlich greifbar geworden. Und dann wagen wir es mal so. Ja, Polen-Litauen muss ich im Auge behalten. Ich hab zwar Festungsanlagen. Ja, jetzt mischt er sich auch noch mit dazu. Ist ja auch. Warum auch nicht? Alle auf eins, ist ja so lieb. Besonders auf einen, der auch so Handlungsspielraum hat, ne? Ach, Gottes Willen. Nö. Ja, was einfach mal so Minen ausmachen können, ne? ja. Dann bewegt sich diese Armee mal hierhin. Ihr greift die an, und zwar entschieden. Jede zerstörte Armee von denen ist gut. Warte mal, habe ich das gerade richtig gesehen, dass die nur noch mittelmäßig angepisst sind, wenn keiner mehr da ist? Das ist natürlich auch klasse. Und zwar im Sinne von... Dann kann ich nämlich von da aus bald expandieren, und zwar angreifen, meine ich damit. Sonst ist zu weit weg. Ihr steht hier ganz gut. Kann ich irgendwen von euch noch erweitern? 69, das können wir so nicht stehen lassen. Nee, auch wenn das jetzt die kleineren Zuschauer, naja, nichts gegen euch, erfreut, ja, 69, hihihi. Das finde ich irgendwie gerade selber lustig. Bisschen Ernsthaftigkeit, ne? Mörserbatterien, das wäre noch was, was ich echt gebrauchen könnte. Armeetechnisch steht die relativ gut da. Die Stadt, dann muss man mal gucken, wie man die klein kriegen könnte. So, jedenfalls ab in die nächste Runde. Man muss ja nicht jeden Tag angreifen. Aber dass der Frieden mit Bayern hat mich, ja. Vielleicht das Oktoberfest. Ist ja gerade. Oktoberfest ist vorbei, ne? Ja, weil bei uns in der Stadt geht gerade das Oktoberfest los. Das heißt, müsste eigentlich gerade vorbei sein. Ja. Ich vertraue da echt zu sehr auf meine Festungsanlagen, muss ich sagen. Gottes Willen, ja, die wollen das zurückerobern. Ja, sehe ich schon. Oh, was? Nein! 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 Oh, diese Arschlöcher. Mann. Das ist doch nicht zu fassen. Das ist... Ja, das ist wunderbar. Da freue ich mich gerade richtig, ey. Ah! Was für eine Scheiße.
Ja, diese Schlacht werde ich zwar verlieren, aber es ist... Oh nein. Die Kanonen hier... Ausstellung beenden. Nein, ist ja überhaupt nicht viel, was da ankommt. Man hat auch überhaupt keine Erfahrung. Nein. Ach. Und zwei Seiten. Ach du heilige Scheiße. Ey. Wirklich, really, really. Oh Gottes Willen, nein. Zwölf in der Artefus-Artillerie. Ja, das ist so relativ suboptimal. Also, ich weiß auch nicht, was ich dazu mehr sagen soll, als dass das richtig kacke ist. Also, das ist... Gottes Willen. Weiß auch gar nicht, was ich da eigentlich tun sollte, außer still und heimlich. Das ist voll uncool. Das ist richtig uncool. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das gerade zum Lachen oder zum Heulen finden soll. Das ist doch... ja, sorry, dass ich hier gerade etwas stiller bin. Hallo, es kommt jetzt zur Unterstützung. Ja, das ist relativ verloren. Beschleunigen wir das Ganze mal.
Ja, damit ist meine Pläne von militärischen Erweiterung erstmal gestorben. Ach Gottes Willen. Gebäude verloren, ja, Gebäude verloren. Heroischer Tod. Ja gut, jetzt sind eh alle. Jetzt ist eh alles vorbei. Knappe Niederlage sehe ich jetzt nicht so. Ah, Mann. Das ist... Ja. Oh. Immerhin haben die... einiges verloren. Relativ uncool, Jungs. Ja, da war ich jetzt tatsächlich etwas still, weil ich das mich ein bisschen angepiest hat, weil jetzt ich irgendwie ein Minus von unendlich habe, ungefähr. Na, das kann gut hinkommen. Ja, ich warte jetzt nochmal, bis die Runde hier vorbei ist, ab und dann, ja. Armee vernichtet, ja. Bankrott, sie sind bankrott, es befinden sie kein Geld mehr in ihrer Schatzkammer. Dies sorgt für Unruhe und voll verrätisches Wissen unter den bewaffneten Truppen, die sie nicht mehr bezahlen können. Damit dies nicht erneut passiert. Ja, Hauptstadt verloren. Ihre neue Hauptstadt ist jetzt Dresden. Geile Scheiße. Geile Scheiße, sage ich nur. Minus von 2000. Meine Fresse. Dann schicke ich die... Kann ich die jetzt direkt angreifen? Kapitulation verlangen? Nö, geht nicht auf meine Kapitulation ein. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier jetzt die entscheidende, sagen wir mal, Schicksalsschlacht schlagen und versuchen, unsere Hauptstadt wieder zurückzuerobern. Bis dahin, haut rein, meine lieben Freunde, und ciao!